Hallo zusammen, die Sonne ist wieder rausgekommen und ich habe meinen Schreibtisch verlassen und mache heute mal einen schönen Waldspaziergang. Eigentlich gar nicht so weit weg von unserem Haus, hier gleich neben Inning, ist dieses Waldstück, in dem war ich noch nie. Und ich bin auch jetzt hierher gefahren, weil ich einen Tipp von einem Bekannten bekommen habe. Nämlich irgendwo da oben auf dem Hügel in diesem Waldstück gibt es ein uraltes Haus. Das ist seit vielen, vielen Jahren verlassen. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, finde ich das und kann da ein Foto von dem Haus machen, wenn es nicht zu eingewachsen ist. Also ich lasse mich mal überraschen. Seid dabei und vielleicht wird es ja ganz witzig. Keine Ahnung, was mich erwartet. Das ist wieder eins dieser Freestyle-Videos. Einfach loslaufen, schauen, was kommt. Kamera habe ich dabei, Stativ habe ich auch dabei. Also schauen wir mal. Schöne Bäume hat es hier schon. Mächtig sind die Dinger. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser Wald sogar im Privatbesitz von dem Graf Thöring. Dem Graf Thöring gehört hier um Inning herum und um den Wörthsee herum, der gleich neben dem Ammersee liegt, eigentlich so ziemlich alles. Auch der See und eine Privatbrauerei. Graf Thöring Pilz, glaube ich, habe ich schon mal getrunken am Kiosk unten am See. Wow, jetzt gehen wir es an. Der Berg hat schon in sich, der jetzt vor mir liegt. Geschenkt wird einem hier nichts. Wieder nichts zu trinken dabei. Geht ganz schön bergauf, hä? Hier ist es zwar wunderschön, gefällt mir echt gut, aber von dem Haus ist weit und breit nichts zu sehen. Also, ich war jetzt in dem Wald da hinten, nichts. Da drüben habe ich eigentlich keinen Bock, da noch hinzulaufen. Ich finde es nicht. Und die Sonne geht auch bald unter. Wieder beste Voraussetzungen, um eine verlassene Waldhütte zu finden. Klasse. So, bevor es jetzt dunkel ist und ich mich noch weiter verlaufe, behelfe ich mich jetzt mal hier mit meiner kleinen Mini-Drohne. Ich habe mir hier diese Mavic Mini 2 geholt. Vielleicht kann ich die mal ganz kurz einfach steigen lassen und nach unten gucken. Eventuell finde ich da die Hütte, weil sonst, ich habe keine Chance, das Ding hier zu finden. Ich lasse mal kurz starten. An ist sie. So. Go and fly, please. Start. Ich fliege erstmal in das Waldgebiet und wenn ich es da nicht finde, dann eben in das andere. Spart mir vielleicht mal ein paar Minuten Laufzeit. Aber wo zur Hölle ist hier das Haus am Berg? Ich glaube, ich sehe es. Das hier müsste sein. Ha, das ging jetzt aber schnell, das war jetzt gut. Das ist ganz schön eingewachsen. Umgeben von dichten Bäumen. Da muss ich da oben auf den Berg drauf. Also das war jetzt echt einfach. Schaut ja fast aus wie ein Schlösschen. Das ist kein einfaches Haus mehr. Und so weit weg ist es gar nicht. Das ist 270 Meter Luftlinie ist es nur von mir weg. Das war ein erfolgreicher Flug, würde ich sagen. Okay. Komm schön heim, Lady. Na los. Ich hab die Hütte. Jetzt einmal nach hinten und dann habe ich die Hütte. Da schaut her. Der Graf Thöring hat hier getaggt. Der hält nichts von Graffitis. Der hat hier gleich mal so einen Grenzstein oder so einen Revierstein da reingestellt.
ist das Tee zu sehen und hier diese Krone. Gute Nummer. Auf meiner Kamera habe ich mein 14 mm von Samyang dabei und versuche jetzt mal auf dem Weg noch zu dem Häuschen dieses Geäst hier irgendwie einzufangen. Und mit dem Samyang ist es so, dass man auch verdammt nah ran kann. Mei, das wird jetzt kein Bestseller-Foto im Geo-Magazin. Aber es ist ein interessantes Bild. Was macht man da? ISO 1000, hä? Sonst ist es hier viel zu dunkel und auf einer 4er, 5er Blende sowas. 5er Blende nehme ich mal. Belichtungszeit 1/100. Und das schaut aus wie so, Rüssel oder Finger, die von der von oben kommen, von der Decke kommen. Wohl hier von der Seite schaut das irgendwie aus wie so eine Krake. Aber eine Baumkrake quasi. Oder so Elefantenrüssel oder so. So, genug gespielt. Ich muss weiter hochkommen, weiter hochlaufen zum Haus. So lang kann man für 200 Meter brauchen. Echt, wenn man die Augen offen hält. Mein super Plan, dieses Haus im Abendlicht zu fotografieren, geht ja überhaupt nicht auf hier. Oh, jetzt wird es aber hier ganz schön dickig. Dornenbüsche, schön. Das hier. Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Das scheint hier der Keller des Hauses zu sein. Der Eingang ist wahrscheinlich auf einer anderen Seite, oder ich komme durch den Keller hoch. Macht ja auch eigentlich Sinn, ne? Ich nehme mal die Kamera mit rein. Puh. Mein lieber Schieber, sieht hier aus. Hier war schon lang keiner mehr da. Da schaut ja spooky hier aus. Schon lange keiner mehr. Da muss ich echt aufpassen, wo man hintritt. Immer ganz vorsichtig. Alter, da liegt ein Bett oder was? Was zur Hölle war das hier früher? Aber ich kann mir echt nicht erklären, wofür dieser Raum da ist.
Öltank oder irgendwas ähnliches. Oh, die Kamera nehme ich mal am besten mit. Die Treppe hier schaut auch irgendwie so geschwungen und verwunschen aus mit diesen Lianen, die runterhängen. Cool. Setz mal den Fokuspunkt ziemlich weit nach oben auf die Treppe. Und doch, ich versuche es einfach mal mit einer 2,8er Blende. Lass die ISO relativ weit unten, weil ich ja mit der Belichtungszeit extremst hochgehen kann. Das macht mir ja nichts. So, dann 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Dokumentiere ich zumindest mal den Weg nach oben. Also ich glaube so fototechnisch geht hier nicht so viel. Aber interessant ist es trotzdem mal was Neues zu sehen. Ach, muss ich mal hoch. Puh, schaut der aus hier. Oh. Ja, das wäre es gewesen. Das Haus hier in der Abendsonne. Ich mach's trotzdem jetzt das Bild, weil ein bisschen unheimlich ist es hier schon, finde ich. Komisches Gefühl gerade hier zu stehen. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen warte, kann ich gleich dasselbe Bild noch in der Nacht machen. Aber da habe ich keinen Bock, weil ich nicht mehr weiß, ob ich hier heil heimkomme. So, ich will hier unbedingt mittig vor diesem Fenster stehen. Den Fokuspunkt setze ich da nach oben. Auf eine 8er Blende. Gruselig irgendwie. Leute, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, ich schaue hier in dieses dunkle Fenster rein und ich gucke ein Gesicht an. Ah, nein. Puh. Die Tür steht auf. Ich glaube, ich laufe jetzt noch einmal um das Haus und dann packe ich es wieder. Ist hier irgendwie unheimlich. Aber es ist schon echt gescheit dunkel jetzt hier. So. Ich dachte jetzt schon, hier hängt noch ein Kleid oder so. Oh. Meine Neugier ist jetzt erstmal befriedigt, aber ich mag hier keine Fotos machen. Es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Obwohl der Keller ist eigentlich auch immer ganz interessant. Vielleicht findet man da ja irgendwas Cooles. Meine Neugier auf diese Hütte ist jetzt befriedigt. Ich habe genug. Ich
Ich mache jetzt nur ein Bild hier im Mondlicht und das war's dann hier für mich. So, wie mache ich das Bild jetzt hier beim Mondlicht? Ich wähle eine 7er Blende, damit das Haus einigermaßen scharf ist und ich auch was von dem Surrounding hier sehe. 25 Sekunden muss ich belichten, sehe ich gerade, und da komme ich hier in meiner Belichtungsanzeige auf plus minus 0 raus, auf ca. ISO 100, 125. Und so mache ich jetzt das Foto. Ich habe fokussiert hier auf die Hauskante, also ich bin im manuellen Fokus. 2 Sekunden Auslöseverzögerung, Taschenlampe hier ist aus und das Videolicht mache ich jetzt auch gleich nochmal aus. Das war jetzt nur zur Verdeutlichung, wie ich es mache. Das Videolicht mache ich jetzt natürlich beim nächsten Shot aus, aber so könnte das jetzt funktionieren. Und alles gut und schön, aber auf das Zurücklaufen durch den Wald habe ich nicht so richtig Bock. Ich hoffe, dass ich noch heile hier irgendwie wieder rauskomme. Wird lustig. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Vielleicht mal wieder am Wasser. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee. Ciao.